Ich habe in einer Excel-Liste alle meine Bestellungen drin und ich würde jetzt gerne die Duplikate rausfiltern, aber die aktuellste Bestellung soll bestehen bleiben. Geht das mit Excel? Ja, Kai, das funktioniert, das kannst du beeinflussen. Geh bitte mal in deine Excel-Liste, klick bitte mal irgendwo in die Tabelle rein. Jetzt gehst du in der Registerkarte Start in die Gruppe Bearbeiten und sortierst dir deine Liste. Und zwar über die benutzerdefinierte Sortierung. Und sortier bitte einmal nach Konto, nach Größe aufsteigend und in einer weiteren Ebene nach dem Bestelldatum. Und hier sagst du bitte nach Alter aufsteigend. Jetzt siehst du jeweils untereinander deine Bestellungen pro Kunde und siehst, dass das neueste Datum immer oben steht. Excel nutzt immer den ersten Eintrag, den es findet, den behält es. Und das ist das, was wir hiermit vorbereitet haben. Jetzt gehst du bitte auf die Registerkarte Daten, in die Gruppe Datentools und wählst die Duplikate entfernen. Sagst hier bitte mal Markierung aufheben und lässt ihn nur nach dem Konto prüfen. Wir behalten hier nur das Konto drin, weil das definiert deinen Kunden eindeutig. Und wir entfernen jetzt die Duplikate und behalten nur den ersten Eintrag, nämlich deine aktuellste Bestellung. Jetzt hat er die Duplikate entfernt und alles, was drin geblieben ist, ist dein neuester Eintrag mit deinem neuesten Bestelldatum.